Ja, und willkommen zurück zu Tomb Raider 2 Custom Level. Ja, in der letzten Folge haben wir uns den ersten Schlüssel geschnappt. Und das hat echt lange gedauert, bis wir den ersten Schlüssel hatten. Ich hoffe, das geht mit dem zweiten Schlüssel jetzt ein bisschen schneller. Und ich bin gerade am Überlegen, wo ich jetzt hin muss. Ich meine, von hier aus komme ich doch niemals da dran, oder? Oder ich muss dahin springen. Das kann natürlich auch sein. Ach so. Ich sehe schon, hier an der Wand kann ich mich langhangeln. Gut zu wissen. Ach ja, die liebe Lava und die liebe Lara, keine Freunde. So. Ich hoffe nur, dass ich das jetzt schnell hinkriege, weil ich habe so die... Oh Gott, das ist ja auch noch... Huch, was war das denn gerade? Habt ihr das gehört? Da war so ein Piepen im Ohr. Also bei mir jetzt gerade. Das war sehr laut. Ach so, das war gar nicht so schwer. Ich dachte, jetzt kommt was mega Schweres, aber. Naja, ich will lieber nicht zu viel sagen. Denn das sieht schon allein gefährlich aus. So, rüber. Eieiei. Da sind sogar zwei Dinger. Das wird schwer, denke ich mal. So. Oh. Scheiße, ich bin an mein Headset dran gekommen. Ah, nein. Jetzt muss ich das wieder so richtig richten. Hör mal. Richtig richten. Okay. Das könnte schwierig werden. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt speichern. Oh, das ging eigentlich. Das ging ja eigentlich. Das muss auf jeden Fall gespeichert werden. Riesenfortschritt habe ich gemacht. Und ich habe mir den Raum jetzt irgendwie schwieriger vorgestellt, aber ich will das lieber nicht zu laut sagen, weil da kommt jetzt schon der nächste Raum. Und ich habe immer noch kein Medipack. Ich hatte eins in der letzten Folge zwar gefunden, aber das musste ich natürlich direkt verwenden. Oh Gott, da kommt ja noch ein Raum. Noch ein Raum mit Lava. Oh nein. Leute, das ist ein Time Run. Das weiß ich doch jetzt schon. Nee. Ich warte noch mal. Ich guck noch mal kurz. Und das Spiel stockt die ganze Zeit, habe ich so das Gefühl. Ja, ich bin eh ein bisschen angespannt, weil mein PC ja ganz gerne mal abstürzt, wenn ich aufnehme. Warum auch immer. Okay, erstmal da drauf, dann da drauf, dann da drauf. Ja, das. Ich hoffe, ich krieg das hin. Okay, ich krieg's nicht hin. Alles klar. Alles Klärchen, Popärchen. So. Immerhin haben wir die erste Stelle geschafft. Und so. Okay. Alles klar. Ach, Lara, warum? Das kann doch nicht wahr sein, hör mal. So, Beeilung, Lara. Ich weiß nämlich nicht, wie lange. Oh, seht ihr das? Das hat in der Luft so gestockt. Oh, ich sehe schwarz irgendwie. Ach Mann. Ich hätte gedacht, die schafft das, ohne sich festzuhalten, aber nee. So, alle guten Dinge sind drei, oder was? Oder ist das jetzt der vierte Versuch? Ich habe keine Ahnung. So. Das sah doch schon mal gut aus. Halte ich fest. So, jetzt muss ich das irgendwie hinkriegen, dass ich an die Seite hier so komme. Habt ihr das gesehen? Ich habe nicht viel Zeit. Leute, wie soll ich das denn schaffen?
Das wird echt schwer. Das. Oh Gott. Ach Mann, Leute, ich werde wahrscheinlich die ganze Folge hier dranhängen. Bitte nicht. Genau. Kann ich dann direkt so machen oder so? Nee, geht nicht. Verdammt, das funktioniert so nicht. Ja, verdammt. Wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Leute, das werde ich nicht schaffen. So wie ich das gerade hier mache, wird das irgendwie nichts. Hä? Und wieso hat sie sich nicht festgehalten? Oh Mann, ey. Mann, oh. Lara, warum? Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ich kann wieder neu laden. Ah, Mann. Diese Timeruns, ich kann die echt nicht leiden, aber das wisst ihr ja alle. Oh, zu viel Zeit verplempert gerade. Ja, ich muss mich ja hier am Anfang festhalten, oder nicht? Leute, ich habe langsam keine Lust mehr. Also frustriert bin ich noch nicht, aber das kommt, glaube ich, gleich. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich das schon hier vor versucht habe. So. Schnell. Nee, es klappt. Könnte ich denn so machen? Ich weiß es nicht. Nee, da knallt sie direkt gegen. Also wenn das jetzt zu lang dauert, dann versuche ich das mal offscreen, weil ganz ehrlich, ne, das kann ja nicht angehen. Hey, das ist so blöd. Ich mag die Stelle jetzt schon nicht. So. Leute, wie soll ich das schaffen? Habt ihr das gesehen? Wie soll das bitte gehen? Jetzt mal ernsthaft. Oh, das ist doch zum Kotzen. Das ist echt zum Kotzen, also. Ich hasse diese Stelle. So, ich darf hier nicht. Das Problem ist, die trödelt hier so lange rum. Deshalb schaffe ich das ja auch nicht. Oh, toll. Ja, nee, jetzt kann ich alles nochmal neu machen, also. Ja, seht ihr? Das wird doch nichts. Die Lara ist viel zu langsam. So, ich weiß nicht, welche Taste war es nochmal, wo sie seitlich irgendwie was macht. Ich hab. Ach so, hier war das. Auf. Ja, keine Ahnung, wie die Taste heißt. Aber egal. So. Beeilung, Lara, bitte. Ich möchte das wirklich schaffen. Ich möchte das doch nur schaffen. Und ich schaffe es einfach nicht, Leute. Warum? Ich mag die Stelle nicht. Ich hasse es so sehr. Ich bin jetzt schon frustriert, auf jeden Fall. So, ganz ehrlich, Lara, gib doch mal bitte dein Bestes jetzt. Ich versuche hier alles, Lara, und du. Oh. Lara. Ey Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich nehme jetzt fast schon 10 Minuten auf, ey. Die halbe Folge hier schon, ey. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch so blöd. Ich will nicht mehr. Vor allem, das nervt euch doch auch, wenn ich hier die ganze Zeit an der Stelle bin. Guck mal, die braucht immer so ewig lange, um hochzukommen. Da kann ich doch nichts für. Ey, das war unfair. Das war unfair. Ich hätte es beinahe geschafft.
Ich mache das jetzt so lang, bis ich das hier schaffe, ne? Dann sind wir halt die ganze Folge hier. Aber das ist mir so piep egal. So. Mach hinne, Lara. Mach wirklich hinne, ey. Ich habe keine Lust mehr. Komm schon, Lara. Das sah doch eben gut aus. So, wow. Ich hab's geschafft. Speichern. Oh mein Gott. So. Hui. Oh mein Gott. Das wurde aber auch Zeit. Oh nein, es ist dunkel. Aha. Okay. Okay, sieht aus wie ein Rätsel. Seht ihr das? Manche, also da sind so Menschen drauf gebildet oder Masken, was auch immer. Da wo rote, wie heißt das, wo rote Augen sind, dürfen wir wahrscheinlich nicht drauf. Also kann ich mir jetzt vorstellen. Kann ich mir jetzt irgendwie vorstellen. Also ich versuche das jetzt einfach mal. Ich gehe aufs rote Auge. Ja, ich habe es mir irgendwie gedacht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, keine Ahnung. Irgendwie schaffen wir das schon. Okay, nicht auf die roten Augen. Okay, das sind keine roten Augen. Ich hoffe, da passiert nichts drauf. So, hier sind schon mal keine roten Augen. Ich hoffe es. Nee, sind keine, aber hier. Uiuiui, das heißt, ich muss ganz schön weit springen. Na, ob das so klappt, ich weiß ja nicht. Okay, da sind auf jeden Fall auch rote Augen. So, Laura, schaffst du es auf die andere Seite und dich dann hier so festzuhalten? Ja, natürlich. An dir braucht man gar nicht zweifeln. Okay, vielleicht manchmal. Ich zweifle manchmal an dir, also, ne? So, genau. Bloß nicht auf das andere Teil hier drauf. Okay, da sind wieder rote Augen. Da sind rote Augen. Da sind keine roten Augen. Dann, oh, Vorsicht, nicht zu weit. Dann können wir ja auf die andere Plattform drauf. Warum ist die nicht gesprungen? Warum bist du nicht gesprungen? Ey, jetzt geht das schon wieder hier los. Es geht schon wieder los. Ja, okay. Wir wissen, dass hier ein Chor singt und keine Ahnung. Seht ihr, ich kann das auch. Ich kann das auch, hör mal. Ich habe eine Engelstimme. So, das hat doch hier super geklappt. No one stays the same. I feel so much younger now. Die ist schon wieder nicht gesprungen. Und ich habe gerade so ein schönes neues Lied von Miley Cyrus gesungen. Mano. Hey, warum springt die nicht? Das ist, finde ich, ey. Also ich speichere jetzt gleich an dieser Stelle. Ja, die ganzen Chöre kommen jetzt wieder, also die ganzen Stimmen von dem Chor und so. Eieiei. Na komm, Lara, das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier, weiß ich nicht, wie oft sterben. Lara, bitte, tu mir das doch nicht an. So, ich kann hier aus dem Stand springen. Und jetzt versuche ich das nochmal. Also, und speichere natürlich dabei. Das muss auf jeden Fall sein. Aha, jetzt geht's auf einmal. Jetzt geht's auf einmal. Hammer. So, als nächstes. Ja, auf jeden Fall da drauf. Oder sind da rote Augen? Nein, das sind keine roten Augen.
Okay, als nächstes auf diese Plattform. Ich hatte schon die Befürchtung, dass sie zur Seite springt, weil manchmal macht die das. So, und jetzt hier. Ich höre Feuer. Oh, oh, oh. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass da. Ja, Gott sei Dank. Ich werde hier nochmal speichern. Hu, hu, hu. So. Wie mache ich das am besten? Soll ich da drüber springen? Ach ja, passt schon. Das passt schon. So, dann hier. Ah, perfekt. So, ich habe jetzt die Befürchtung, irgendwas kommt. Es kamen lange keine Gegner mehr. Okay, da ist der andere Schlüssel. Ich habe Angst, da reinzulaufen. Kommt da nichts? Es kommt nichts. Huch. Huch, huch, huch. Yay, Schlüssel gefunden. Super cool. Aha. Und da ist der Schalter. Bumm. Wollen wir mal hoffen, dass es kein Timerun ist. Dö, 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 dö. So, jetzt muss ich nochmal drauf achten. Genau. Knall dagegen ist am besten so. Und dann einfach mal hier so. Okay. Alles Klärchen, Popärchen. Und mir ist. Habe ich in diesem Level überhaupt mal ein Geheimnis gefunden? Ach ja, stimmt. Eins war das, glaube ich. Aber auch nur eins. Aber ich habe mich. Ich habe es schon abgeschrieben, dass wir nicht alle finden werden. Und es ist voll dunkel hier. Ich glaube, ich sollte mal eine Fackel benutzen. Wir haben ja so viele. Sorry Leute, dass ich jetzt nochmal speichern muss, aber ich habe so die Befürchtung, da kommt jetzt was. Das ist ein großer Raum. Naja, was heißt großer Raum, ne? Aber. Wo kommen wir hier wieder raus? Aha, ja, dein Aha kannst du dir sonst wohin stecken. So, wir heben die Fackel jetzt erstmal auf, damit wir keine verschwenden. Mal gucken, wie lange die Fackel noch hält, ne? Okay, hier geht's auf jeden Fall runter. Wohin auch immer. Und ich werde diese Leiter benutzen. So, wo sind wir? Ach so, wir sind wieder im Hauptraum. Ach, fantastisch. Ja, cool. Jetzt können wir die beiden Kammerschlüssel einsetzen. Ach, super. Super, duper cool. Und ich bin gespannt, was mich erwartet. Kommt da irgendetwas? Oh Leute, ich habe Angst. Ich habe so Angst. Kammerschlüssel. Wir haben beide eingesetzt. Oh Gott, es kommt doch irgendwas, Leute. Seht euch das mal an. Leute, hier ist ein großes Medipack. Da ist Shotgun Money. Ich weiß jetzt nicht, was auf der anderen Seite noch liegt, aber ich glaube, irgendwas Großes kommt. Habe ich so das Gefühl. Oh, Uzi Money. Ja. Ich denke, oh, da ist nochmal Automatik-Mini. Leute, es kommt bestimmt was Großes. Also, wir finden jetzt gerade so viele Sachen hier. Irgendwas kommt doch. Aha. Und das muss auf jeden Fall gespeichert werden. Ich habe zwar eben schon gespeichert, aber ihr wisst, wenn ich nervös bin, muss ich immer speichern. Was? Uns fehlt ein Schlüssel. Ist das dein Ernst? Eieiei, eieiei.
Hoppala. Ich mach den erst, Alter. Leute, es ist gerade viel zu laut. Ich muss ein Medipack nehmen. Da ist einfach mal Bartoli, Marco Bartoli. Da fällt er einfach um. Achso, der hat den Schlüssel. Eieiei. Aha, ja, da sagst du was. Hast du was verloren? Ach Manno, warum? Warum nicht? Okay, die Tür ist auf jeden Fall zu. Tja, Marco Bartoli. Was war das denn für eine Sicht gerade? Hast du was verloren? Nein. Und die Musik ist voll laut gerade. Okay, hier liegt auch nichts mehr. Okay, ich bin echt gespannt, was mich jetzt erwartet. Relic Chamber Key. Reliktkammerschlüssel, okay. Oh oh. Oh, da ist ja ein Artefakt. Darf ich so einfach hier rein? Darf ich hier so einfach rein? Ja, bin ich ja. Ach cool. Da haben wir ja das Relikt gefunden. Sieht wie der Seerapf aus. Oder? Nee, Quatsch. Der sah, glaube ich, anders aus, oder? Aha. Ja, cool. The Lost Temple haben wir schon geschafft. Was heißt schon? Seht euch mal, wie lange ich gebraucht habe. Über eine Stunde. Fast zwei Stunden. Ach so. Das war's ja schon mit dem Custom Level. Ach, krass. Ja, läuft. Ja, cool. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, da kommt jetzt noch mehr. Also noch ein paar Level. Aber, ja. Naja, cool. Freut mich. Ja, cool. Jetzt haben wir Lost Temple of the Pyrenees geschafft. Keine Ahnung. Naja. Ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass da jetzt noch was Großes kommt. Aber, naja, egal. Also mir hat das Custom Level unheimlich viel Spaß gemacht. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn ich alle Secrets noch gefunden hätte. Aber naja, keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, welches Custom Level ich als nächstes mache. Und die Musik ist mega laut. Also auf meinen Ohren auf jeden Fall. Und, ach stimmt, ich habe ja noch das Tomb Raider 3 Custom Level. Das sollte ich jetzt auch mal langsam weitermachen. Aber ich hätte schon dazu gern ein Tomb Raider 2 Custom Level. Weil ich bin mehr Fan von den Tomb Raider 2 Custom Level, von daher. Naja, schauen wir mal. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr so viel zugeschaut habt. Und für eure Kommentare bin ich auch sehr dankbar. Und ja, bis zum nächsten Custom Level oder bis zu einem nächsten Projekt. Bis dann, Leute. Ciao.